Kobalt. Oh. Oh. Übrigens, ich hatte eben einen kleinen Fehler gemacht, für den die es aufgefallen sind. Ich meinte Kobalt, nicht Carbon. Kobalt. So. Jetzt kann es weitergehen hier. Wir sehen. Guck mal, Diddy Kong. Ich liebe Diddy. Ah, türkisch mit Diddy. Cool. Hammer cool. Wir hatten früher einen jungen Spieler. Damals war er jung, ne? Also zu Brawl-Zeiten. Und zwar Kukin. Oder auch Cookie genannt. Und der war so gut mit Diddy Kong. War das nicht sogar der beste Charakter in Brawl? Nach Meta Knight? Arguably. Also es war ein guter Charakter. So. Aber es gab Ice Climbers so. Deswegen weiß ich nicht genau. Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, der von vielen, vielen Leuten gespielt wird. Wie Boah. Zero und ADHD. You take the banana away! Get the monkey ref! Ja, das ist eigentlich die ganze Story von Donkey Kong Country. Ist eigentlich nur K-Rool zieht Bananen ab, Donkey Kong mad, hol die zurück. Oh, und schön. Ich würde es auch nicht anders haben. Ja, also bei Affen, was denn für Planet der Affen? Weißt du, keine gute Story, keine Bananas drin. Okay, also wir sehen hier, Türke hat hier gerade den ersten Stock gezogen und macht hier direkt weiter mit dem Damage. Also ich kannte den Spieler bisher nicht. Ich habe nochmal geguckt, wo er so teilnimmt. Also es sind dann wohl die Niedersachsen und vielleicht auch Rostock, aber eher Niedersachsen. Weeklies und Monthlies. Virtua Smash habe ich gesehen. Auch Games von Floima gezogen oder auch Fani. Also auf jeden Fall guter Spieler, wie ich denken würde. Von daher bin ich mal gespannt, wie er hier bei seinem ersten NEZ performt. Dieses Set zwischen Pieriberi und Türke ist... Was war das gerade? Hätte er sich selbst noch mit der Elektroattacke getroffen, das ist die Abbie, dann wäre er wie eine Rakete losgeschossen, hätte noch mehr Damage gemacht. Also, puh. Sauberes PK Fire eben. Ja. Und, Land Down Air. Er bekommt die Connection sehr, sehr gut. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Spike und einem Meteor? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das ging darum, ob es killt oder nicht. Also, ob man danach wieder hochkommen kann. Ich glaube, Meteor war die schwächere Version oder vielleicht ist das auch ein Synonym. Vielleicht ist Meteor eher so, noch ein, wow, das ging so schnell, das, richtig gut. Ich liebe dir die Gameplay. Auf jeden Fall, ja. Ja, also, gerade in Smash 4 haben wir einfach viel Didi gesehen. Ich muss das einmal kurz runterregeln. So, willst du deins auch runtergeregelt haben? Nö, das ist meine Lautstärke. Okay, ja. So, oder, was denn? Meinst du Lautstärke bei mir? Hier? Ja, genau. Bei mir ist die Lautstärke ein bisschen zu hoch gewesen, deswegen. Ist das der? Der. Genau. Ja, was wollte ich sagen? Das Ganze geht jetzt hier gerade um Platz 2 in diesem Pool. Das heißt, die ersten 2 in jedem Pool kommen in die Top 8. No. Automatisches Ausschalten. Damn you! Ist, glaube ich, an der Seite. Das heißt, der Gewinner von diesem Set kommt weiter. Okay, jetzt warten wir noch auf automatisches Ausschalten. Weg ist es. Schön. Okay, wir sind ja auch schon in Game Nummer 2. Wir haben einen anderen Diddy Kong Skin. Aber den gleichen Lucas Skin. Sieht wieder gut aus für Türke. Der hier, Kide heißt er. Oder hieß der mal. Wow. Das Edge Game. Wow. War gut. Okay, also clean. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Also im Moment zeigt Türke auf jeden Fall, dass er einiges mit diesem Charakter kann, den man unfassbar schnell spielen kann auch. Also das, was an Diddy Kong anders ist als in Smash 4, ist, dass er einfach kompliziert ist. Also am Anfang von Smash 4 war er super stumpf. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also der Charakter braucht eine ganze Menge Know-how. Und ich sehe auch bei Türke, dass er viele B-Reverses macht und weiß, wie er Endlag cancelt. Mit der Backer habe ich das irgendwie gerade eben gesehen. Das ist mesmerizing. Das ist das ist richtig gutes Gameplay. Also Justin hatte ihn auch schon gut promoted, also dass er echt gut ist. Ich konnte natürlich jetzt nicht sagen, okay, er ist richtig gut, ich mache jetzt Seed Nummer 5 oder sowas. Aber ich habe das schon berücksichtigt. Oh,
Nice. Schön weggesniped und das braucht er auf jeden Fall. Jetzt braucht er, muss er schön viel Damage machen. Hat er eben gerade die Bananenschale, was keine schlechte Idee war, weil Bananenschale ist schon hart gut in seinem Gameplay. Gnadenlos. Er macht das gnadenloses Follow-up. Ein Treffer, gefolgt von drei weiteren bis zum Kill. Wow. Oh. Ja, jetzt ein ganzer Stock-Lead. Das Ganze ist ein Best of Five. Oh, er macht das echt gut, Mann. Das Combo-Game ist also absolut insane. Das ist technisch schon ein richtig gutes Level einfach. Davon will ich auf jeden Fall mehr sehen. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich cheer für Pierre Berry. Ja, auch immer für den Underdog. Come on. War Türk schon auf mir? Ne, ich lese hier gerade den Chat, deswegen. Achso. auf mehreren Offline-Events weiß ich nicht. Auf Virtua auf jeden Fall. Oh, hat die Banane geklaut. Oh. Ja, manchmal kann das halt, also wenn du selbst nicht so gut technisch bist wie der Diddy Kong-Spieler, dann kann das halt auch ein Hindernis sein mit der Banane. Weil du eigentlich dich selbst auch damit einschränkst und da Upsmash. Wow, okay, das wird ja immer krasser. Wird immer sicherer hier. Also. Monkey Power. Na, Suchtulus ist ein Kollege von Pierre Berry. Ja, der zieht bestimmt hier jetzt auch noch ein Game. Er ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der nicht einfach so aufgibt und konzentriert bleiben kann. Ja, kurze Dance Break. Muss man ja auch hin und wieder mal machen. Bewegung, wichtig, wisst ihr, ne? So, wir gucken jetzt hier mal ins Bracket rein. Wie sieht's denn im Bracket aus? Okay. Wir sehen hier einfach mal den Dr. Mario Pick. Da bin ich mal gespannt. Mario! Also, wird als einer der schwächeren Charaktere gesehen. Aber in diesem Spiel, ja, kann man eigentlich mit jedem Char irgendwie für Überraschung sorgen. Kann zwar vielleicht nicht unbedingt ein Turnier damit gewinnen, aber man kann auf jeden Fall Upsets holen. Dr. Mario hat auf jeden Fall auch seine stärkeren Seiten. Ich glaube, dieser Doktor hat sich gerade selbst eine Tracht Prügel verschrieben. Ja, mal gucken. Kann sich dann direkt einen Krankenschein verschreiben lassen von sich selbst. Oh, ich bin mal gespannt, wie Pierre die Abi nutzt. Die ist schon ziemlich wichtig mit Dr. Mario. Guter Punish. Oh, versucht's mit dem F-Smash. Oh, sehr gut. Oh, ja. Mit der Pille. Einfach eine Pille da Hammer. Unten gegeben. Hammer. Mal schauen, ob Türke da zurückkommen kann. Dr. Mario ist ein Charakter, den man easy gimpen kann. Deswegen könnte das auf jeden Fall auch passieren noch. Aber er macht das gut. Was sind die Moves mit Killpower von Diddy? Oh, Diddy hat wenige Moves, also seine Smashes größtenteils. An der Seite halt auch sowas wie Backair und Fair. Die Upbi auch. Er kann so mit der Upbi in die Leute reincrashen. Oh, er hat es versucht mit dem Double Spike. Mhm, muss man wissen. Oh, ich dachte schon noch ein SD. Ja, es sieht schon besser aus gerade. Respektvoll Banane einfach. Also es ist auch kein Day One Dr. Mario. Ich sehe schon, da ist auf jeden Fall auch Skill bei. Und hier der Pillensnipe war auch ziemlich nice. Ich habe ihn vorhin beim Aufwärmen spielen sehen. Oh, da war die Explosion, die ich meinte. Die killt auf jeden Fall auch ziemlich gut. Kann er auch mit seinem Peanut-Shooter da machen. Wenn er die zu lange auflädt, explodiert die und das macht auch ordentlich Damage. Ja, er versucht es auf jeden Fall mit den Two Frames. Oh, wie cool war das? Wow. Das war schon echt gut. Der weiß auf jeden Fall, was er macht mit seinem Diddy Kong. Auch ein Charakter, den man einfach nicht so oft sieht. Ein paar von den Smash 4 Leuten, die Diddy Kong gespielt haben. Einfach ein Raw F-Smash oder besser gesagt Z-Drop F-Smash. Was heißt F? Ist das Front? Oder? Ja, okay. Genau. F, also Front, also Forward Smash, Down Smash, Up Smash. Das ist so basically ganz normal in Smash. Ist also das. Smash? Nee, es gibt nur Forward und stimmt, es gibt ja noch Forward in die andere Richtung. Ja, aber in der Luft gibt's
gibt's Back-Moves. Dropkick und sowas. Genau, der ist auch sehr gut bei Dr. Mario. Bisher habe ich noch nicht so viele Hard Punishes mit Up-B gesehen. Also Up-B ist echt ein guter Move mit Dr. Mario. Da kannst du aus so einigen Situationen rauskommen. Oh! Ist gerade Struggle. Oh. Oh, schön. Die Banane. Ah, leider nicht. Aber kommt er da? Kann er da jetzt gerade mal was machen? Wäre cool. Oh! Oh, da hätte er bestimmt irgendwie einen Kill rauskriegen können, aber wie, weiß ich auch nicht. War das Downer? Wo er so auf den Boden gesteppt ist. Ja. Schön. Sehr ist das hier das 2-1 Comeback. Vielleicht? Comeback. Der Doktor verschreibt die Trachtprügel. Er könnte halt echt vielleicht einfach mit der Abbie killen. Ja, ich weiß es noch nicht so genau, aber jetzt kann Dr. Mario auf jeden Fall easy killen. Oh. Oh, oh. Downbie. Oh. Okay, kommt da ran. Oh, gut reagiert. Oh, aber die Fair killt. Okay, und das ist das 3-0 für Türke. Auf jeden Fall verdient, richtig gut gespielt. Aber Pierre Ribéry hat das auf jeden Fall sehr knapp gemacht noch.